Ja, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei TKKG, der Fälscherbande auf der Spur. Hier ist wieder Fridge of Games. Und ich bin ein bisschen verzweifelt, denn ich habe vorhin eine halbe Stunde aufgenommen und alles ist weg. Das alles ist den Bach runtergegangen, da hinten in den See geflossen, zusammen mit dem... mit der restlichen Tinte von der Druckerei hier. Und ja, aber es ist eigentlich nicht so viel ein Verlust, denn ich habe nichts erreicht. Eigentlich in dieser Aufnahme. Nichts. Nichts. Ja, was ich sagen wollte. Der Klößchen, der hat ja immer noch Hausverbot hier im königlichen Copyhaus. Und ja, und da hatte ich ja jetzt beim letzten Mal die Überlegung, dass man das. Geh schon mal vor, ich komm gleich nach. Der Karl hier. Ich habe Ihnen die Druckvorlage mitgebracht. Dann wollen wir deine Datei mal ausdrucken. Hier, dass die. Möchtest hier du jetzt sieht, deinen TKKG-Detektivausweis ausdrucken? Ein Zuschauer sagt auch, dass das wirklich so ist. Und, ja, aber ich wüsste, wann und wie man das machen müsste. Und anscheinend hat, Klößchen hier kein T-Shirt, sondern ein. Kleid oder. Bisschen aus wie so ein trägerloses Kleid oder sowas. Nein, möchte ich nicht. Und dieser Zuschauer sagte, dass das auch so ist. Aber das funktioniert nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das irgendwann anders vielleicht sein müsste. Deshalb verzweifeln wir hier jetzt noch ein bisschen weiter. Wo war ich noch? Ja. Genau, ich war hier nochmal bei der Ausstellung. Scheint ein Ausstellungskatalog zu sein. Und da habe ich mir... Nein, da habe ich mir das nochmal öfters angeguckt und so. Und habe mit dem... Santorini Bolognese... Nee, wie hieß er? Mario Santorini... gesprochen. Ja, aber es hat bis jetzt nichts wirklich ergeben und bei unserem freundlichen und sehr luxuriösen Hotel. Wonach soll ich bloß suchen? Habe ich auch nichts wirklich erfahren. In der Börse schon, in der Münze schon gar nicht. Und deshalb... bin ich jetzt auch ein bisschen am Verzweifeln. Gibt's hier noch was? Guten Tag, Frau Pieper. Na, Willi? Schokolade oder ein Fall für TKKG? Ein Fall für TKKG. Ach, mit dem waren wir hier anscheinend auch noch gar nicht. Scheint eine ganz interessante Ausstellung zu sein. Sie zeigen die Geschichte des Geldes vom ersten Schuldschein bis hin zum neuen Euro. Der, vorhin, ah nee, das habt ihr ja gar nicht bekommen, aber als Karl da war, da sagte die machen ja vielleicht eine Rummel um die neue Währung. Es muss alles verboten werden und so weiter. Ja. Zeitung. Gehen wir reingucken. Hier ist schon Werbung für unsere, für unseren nächsten Fall, die TKKG
und der wirklich schlimm chinesisch-mysteriöse Judo-Hamster. Das werde ich auch als nächstes Let's Playen. Haben Sie von der Falschgeldbande gehört? Können Sie mir irgendwie weiterhelfen, Frau Pieper? Wenn ich wüsste, worum es sich handelt, könnte ich es zumindest versuchen, Willi. Nochmal hin. Haben Sie von der Falschgeldbande gehört? Gelesen. Die Zeitungen sind ja voll davon. Hier zum Beispiel. Ach! Das könnte interessant für uns sein. Kann ich eine Zeitung mitnehmen? Das ist das letzte Exemplar. Es ist für einen Stammkunden reserviert. Warum liegt das dann hier offen in der Dingens hier? Wahrscheinlich für Oscar. Für Oscar den Hund zum Draufkacken. Nee. Oder hier als Schweißtuch für Tim. Nee. Oder als Brillenputztuch für Karl. Dieser Artikel über die Fälscher interessiert mich. Kann ich die Zeitung bekommen? Aber natürlich. Sie ist sowieso für deinen Vater. Er wird wohl nichts dagegen haben, wenn ich sie dir mitgebe. Ach, nee. Ach, du liegst aber immer noch. Tja. Was ist denn hier? Blütenschwächen, Vertrauen in neuer Währung. Nach welchem Muster gehen die Geldfälle? Die Herkunft im Rätsel läuft und schürt Misstrauen gegen die neue Währung, die bereits berichtet ist, in Zahlungen. Ja, aber eigentlich. Ach so, hier. Nein! Eigentlich wollte ich mal in die Bank. Nochmal. Wann sind Sie endlich soweit, Santorini? Wenn es nicht pünktlich fertig wird, komme ich in große Schwierigkeiten. Das Falschgeld! Hallo. Können Sie sich erklären, wie die Fälschung hier zur Aus... Könnte ich mir das Geld für das Teleskop nicht von der Bank leihen? Das geht leider nicht, Karl. Du hast kein eigenes Einkommen. Außerdem müsstest du vorher deine Eltern fragen. Auch wenn man schon ein eigenes Einkommen hat und das müsste dann erst, Hey. Aber der sagte doch was vom Spaghetti Bolognese hier. Vom Santorini. Sag ich ja. Hier. Ah! Sie schauen genau dich an. Dich, der du da gerade das Let's Play guckst. Sie schauen dich an. Auch wenn du schon schläfst, stehen sie an deinem Fenster und schauen nur dich an. Dieser bärtige Mann und dieser Vollock hier. Ja, wir machen jetzt mal weiter. Kennen Sie die Frau auf dem Bild? Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen hier Allgemeinbildung machen. Das ist meine Verlobte. Ich will ihr das Bild zum Geburtstag schenken. Frauke Flimmer scheidet wohl als Verdächtige aus. Oh Mann, war die wütend, als ich den Geldschein kopiert habe. Dafür ist Santorini sehr verdächtig. Er ist ein hochbegabter Fälscher und hat sich sogar am Wettbewerb um die Gestaltung der neuen Banknoten beteiligt. Oh, er könnte die Druckvorlagen gezeichnet aus. Haben. Ralf Schönbiers Kolleginnen sind bloß eifersüchtig auf ihn. Er hat sich von Santorini tatsächlich bloß ein Bild seiner Verlobten malen lassen. Fehlt aber immer noch die Druckerei.
Ohne die nutzt die beste Druckvorlage nichts. Vielleicht weiß Frauke Flimmer, ob es noch eine Druckerei in der Stadt gibt. Und dann müssen wir herausfinden, wie Gerda Schnabel in das Spiel passt. Es kann doch kein Zufall sein, dass sie und Santorini zur gleichen Zeit in die Stadt gekommen sind. Ach, sind sie das? Oh. Was? Was ist denn das? Das war jetzt hier Zufall. Hier, hallo? Scheint außer Betrieb zu sein. Drogerei Präger. Komm wieder rein. Ja, ich glaube, das war die Zwischensequenz und deshalb herzlich willkommen im zweiten Teil. Aber ich meine, bitte, was soll denn das? Der sagt, ja, das ist meine Verlobte auf dem Bild. Und dann sind wir direkt im zweiten Teil. Ich meine, was ist denn das für ein Spökes? Aber haha, Leute, jetzt sind wir im zweiten Teil. Und da könnte es doch passieren, dass... Wir gehen jetzt nochmal mit Harry Potter hier in... Hoffentlich kann mir Frauke Flimmer nochmal weiterhelfen. Das königliche Kopierhaus. Na, was treibt dich denn hierher? Ich habe eine Frage an Sie. Gleich. Möchtest du noch einen Ausdruck von deinem Detektivausweis? Ja. Sogar mehrere. Schließlich sollte jedes TKKG-Mitglied einen Ausweis haben. Jetzt klappt's gleich. Da steht ja der Kopierer. Können wir eigentlich die Zeitung da reinpressen oder sowas? Ich habe Ihnen die Druckvorlage mitgebracht. Wie viele Ausweise brauchst du denn? Vier. Für jeden von uns ein. Fünf, Oscar. Ich meine, Hundediskriminierung hier. Piep. Moment mal, den Jungen kenne ich doch. Er wollte ja, gestern mit mir einen Gutschein kopieren. Dann ist er auch ein Detektiv. Klar, das ist Willi. Er gehört auch zu TKKG. Das mit dem Kopieren hat er nur gut gemeint. Ja! Es hat geklappt. Gibt es hier in der Stadt auch noch eine richtige Druckerei? Kennen Sie sich eigentlich gut mit Computern aus? Gibt es hier in der Stadt auch noch eine richtige Druckerei? Meines Wissens nicht. Für den normalen Bedarf sind wir auch schon recht gut ausgestattet. Wir haben doch gerade noch diese dumme Dinges. Aber jetzt können wir endlich mit Klößchen wieder da rein. Mal sehen, ob die Flimmer immer noch sauer auf mich ist. Flimmer heißt die. Willst du dich für dein schlechtes Benehmen entschuldigen? Tut mir echt leid. Ich wollte ja nur sehen, ob man einen Geldschein kopieren kann. Ja! Ist schon gut. Dein Freund hat mir von eurer Detektivgeschichte erzählt. Und jetzt möchte ich noch wissen, ob wenn man Burger da drauf legt und dann auf Kopieren klickt, ob dann zwei Burger rauskommen. Wir sind jetzt auf der Suche nach einer Druckerei. Können Sie uns da weiterhelfen? Werden Sie immer so ärgerlich, wenn jemand versucht, Geldscheine bei Ihnen zu kopieren? Natürlich. Ich will doch keine Schwierigkeiten mit der Polizei. Aber ehrlich gesagt hat das vor dir auch noch keiner versucht. Ja, da. Hat es hier früher eine Druckerei gegeben? Werden Sie immer so ärgerlich, wenn jemand... Hat es hier früher eine... Der alte Präger hatte eine. Aber er musste aufgeben, kurz nachdem ich den Copyshop aufgemacht hatte.